Hilfe! Eigentlich ist Jonathan ein guter Schwimmer, doch für uns spielt der angehende DLRG-Retter aus Friedrichshafen einen Ertrinkenden. Wer soll ins Wasser springen und helfen? Rettungsschwimmer wie die von der DLRG machen einen ausführlichen Kurs, bevor sie in den Einsatz gehen. Deshalb sollten Menschen, die einen Ertrinkenden sehen, entweder per Notruf Hilfe holen oder andere Passanten am Ufer darum bitten. Sind keine Rettungsschwimmer wie diese vor Ort, gilt es, Ruhe zu bewahren und zu überprüfen, ob man der Situation tatsächlich gewachsen ist. Erst einmal gucke ich mal an, schaffe ich die Distanz vom Körperlichen überhaupt? Ist das eine Distanz zum Patienten, die ich auch sonst gewohnt bin zu schwimmen? Stimmt die Wassertemperatur? Habe ich die richtige Bekleidung an? Habe ich Wind und Wellen oder Strömung, die mich zusätzlich gefährden? In diesem Fall gehe ich nicht ins Wasser, sondern schütze mich auch selbst. Gesetzlich zur Hilfe verpflichtet ist man nur, wenn es zumutbar ist. Per Notruf Hilfe holen muss man auf jeden Fall. Timo Zitzig hier links im Bild hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt und Martin Kuske in diesem Baggersee vor dem Ertrinken gerettet. Aus irgendeinem Reflex bin ich aufgesprungen, meinen ganzen Klamotten reingesprungen, über die Hecke drüber. Also ich musste erst mal 2 Meter runtertauchen, um zu packen. Einmal war er an der Luft, dann war ich unter Wasser, die ganze Zeit hoch, runter, bis wir da waren. Er war schon lila, blassblau, alle Farben. Ich habe schon 2 Liter Wasser getrunken. Der Fall zeigt, einem Ertrinkenden zu helfen, ist verdienstvoll, aber auch gefährlich. Wie rette ich richtig? Während ausgebildete Rettungsschwimmer zahlreiche Griffe kennen, kann der Laie dem Patienten, wie der Ertrinkende im Rettungsjargon heißt, mit 2 Techniken helfen. Die eine ist der sogenannte Kopfschleppgriff. Ich nehme den Patienten am Kopf, fasse so an, dass 2 Finger oberhalb vom Kinn sind, 3 unterhalb vom Kinn. Versuche nicht, seine Kehle hier zuzudrücken, das ist sehr unangenehm, dann kriegt er nur Panik. Und dann kann ich wunderbar auch in Rückenlager den Patienten mit gesicherten Atemwege an Land bringen. Wem der Kopfschleppgriff zu kompliziert ist, verwendet den einfacheren Achselschleppgriff. Ich bin hinter dem Patienten, nehme den Patienten unter den Achseln und schwimme dann in Rückenlage Richtung Strand. Ist der Ertrinkende in Panik geraten, sollte man ihn nicht von vorne, sondern von hinten anschwimmen oder mit einem Gegenstand ablenken. Ansonsten muss der Retter abwarten, bis der Patient erschöpft ist und sich retten lässt. Dass Rettungsschwimmer Ertrinkenden in Panik einen Schlag versetzen, ist laut der DLRG nichts anderes als Landrattenlatein. Was tun nach der Rettung? Bis der Gerettete ans Ufer gebracht worden, geht es oft um Minuten. Deshalb sollte man den Patienten sichern, bis der Notarzt eintrifft. Erst einmal auf den Rücken legen, dann wird der Kopf überstreckt, dann wird eine Atemkontrolle durchgeführt. Das geht nur bei überstrecktem Kopf. Ist das erfolgt und der Patient ist soweit gesichert und er atmet auch, dann wird er umgehend in eine Seitenlage gebracht. Es wird für Wärmeerhalt gesorgt und der Patient ständig beobachtet. Also Jonathan, das ist der Wurfsack. Wer für den Notfall gewappnet sein will, macht es wie Jonathan. Mit 3-mal Schwungkohlen. Er lässt sich von seinem Vater bei der DLRG zum Juniorretter ausbilden, damit künftig niemand mehr im Bodensee ertrinken muss. Gut, sehr gut.